Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei YouTubers Live. Ihr seht, bei Mantendo bin ich auf jeden Fall schon mal Lieblings-YouTuber und mache mal eben Interview mit ihr mal zwei. Da fangen wir gleich mal mit 10 Punkten an. Hier komischerweise gleich eine mördergute Karte, die man eigentlich nicht braucht. Plus 2, ja, da habe ich eigentlich nichts Vernünftiges. Da könnten wir die mal nehmen. Weil die ist ja leider wieder urheberrechtlich geschützt. Jetzt eine Plus 2. Aber wäre sowas natürlich eine mördergeile Karte. Nehmen wir mal die. Dann haben wir wenigstens mal 3 Punkte. Ob wir sie brauchen, weiß ich nicht. Jetzt ist es ein Mal 2. Ja, da bietet sich die VR ja regelrecht an. Also wir sind immerhin 6 Punkte. So. Hier ist Plus 2. Könnten wir eigentlich die nehmen? Ne, dann nehmen wir die. Komm. Dann haben wir eine schöne ausgeglichene Karte. Weil es halt immer mit diesem Minus, das ist halt immer blöd. Ja, was könntest du hier nehmen? Was brauchen wir denn? Dann könnten wir die mal versuchen. Weil das Blöde ist halt, das ist immer die Gesamtzahl. Ich hätte ja gerne meinen Schrei verwendet, aber mal 2. Dann nehmen wir die. Dann haben wir immerhin 4 Punkte. 8. 8. Mal 2 hier. Da bietet sich im Grunde die an. Das sind dann wenigstens 4 Punkte. So. Jetzt wäre ja mal schön, wenn wir mal was Vernünftiges kriegten, oder? Mal 2. Komm, dann nehmen wir die. Ach, scheiße. Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Ausscheuerkarte. Ja, werde ich irgendwann meinen Schrei gebrauchen können? Es sieht nicht so aus. Komm, dann nehmen wir eine ganz kleine Karte. Bringt uns eh nichts. 2-2, ja, das ist ja nichts. Das ist ja allenfalls eine Füllkarte. Es kommt wieder nichts, was ich gebrauchen kann. Hier könnten wir was raus machen. Das wäre dann eine 12er minus 1, ne? Das ist natürlich eine schöne Karte, so gesehen. Ja, und 12 von 12, auch nichts, was ich gebrauchen kann, dann nehmen wir die. Die wäre natürlich optimaler gewesen, aber ich brauche ja hier auch mal ein paar Punkte. Ich schneide das, wenn ich zu Hause bin, ne? Okay, so, hier, kann ich nicht mal mit dir über Aru reden. Und über YouTube. Schade, dass ich das wohl nicht hinkriegen werde, ne? Das liegt gar nicht am Speedrun selber, sondern es liegt an den Punkten. Oder an den Views in dem Fall. Die kriege ich leider nicht hin. Schade. Ja, ja, komm. Kann ich gehen? Dann versuche ich nochmal. Geh doch mal einen Schritt. Also die Kameraführung in dem Spiel ist teilweise echt ätzend. Da frage ich mich immer, spielt das eigentlich einer von denen oder nicht? Das wieder kostet. Ist eigentlich meine Freundin hier? Nö, ne? Ich habe sie jedenfalls noch nicht gesehen. Können wir noch irgendwas machen? Ja, ich über Ruhm, über Ausgehen und über Kurse reden. Will ich nicht. Will nicht mit dir flirten und gar nichts. Mann, 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 Mann. Will ich einfach nicht. Ich bin doch verheiratet. Wir könnten aber mal hier eine Nachricht losschicken. Hier, Twitter muss dringend mal was bekommen. Alles klar, hat sich gelohnt. So, besten Dank an alle YouTuber, die bei uns unterstützt haben vor 11 Tagen. Cell, ich liebe dich, Fussel, ich will deine Kinder. Ja. Wobei, sie sagt nicht, ich will mit dir Kinder, sondern sie will meine Kinder. Ist hier irgendeiner von euch, warte mal, bist du YouTuberin? Nein. Bist du YouTuberin? Kochen. Ich könnte mir vielleicht noch eine Frau im Team vorstellen. Tu doch mal das Handy weg. Alter, dieses nicht anklicken können, ne? Weil die sich immer bewegen müssen. Das ist so ätzend. Kochen, Lifestyle. Kochen.
Ach, die gehört gar nicht dazu, ne? Mode. Ich weiß ja auch nicht, ob ich Mode-Influencer einstellen kann. Das ist ja... Also, die hatte ich, glaube ich, schon kochen. Wer bist du? Gar nicht. Mode. Ich gucke ja auch nur, ob ich hier irgendwas mal nehmen kann. Die ist Musik. Was ist das? Ja, nee, das ist ja unsinnig. Mode, ich glaube, die hatte ich aber schon, ne? Mode. Mode. Ja. Ich hätte gerne eine Frau eingestellt, aber hier ist Gaming Isaiah. Komm, wir quatschen mal mit Isaiah. Dann stellen wir die einfach auch nochmal eben ein. Geht doch. Ja. Können wir uns das leisten? Auch Max? Komm, hier, 6-Monats-Vertrag. Ja. Jetzt haben wir aber vollen Stall, oder? Ob ich das alles gehandelt kriege, ich weiß es nicht. Haben wir's? Könnte ich jetzt sowas... ich habe gerade einen Zittrigen in der Pfoten, das ist unglaublich. Kann ich hier irgendwas machen? Ich habe einen neuen Mitarbeiter eingestellt oder so? Nee, ne? Nee. Komm, dann machen wir jetzt Pressefoto. Zack, mal eben einen kleinen Posing. Jetzt verbrenne ich mir wieder die Schnüsse, weil ich einen ganz heißen, frisch gekochten Tee trinke. Ja, ja, geh. Aua. Komm, wir gehen nach Hause. Und dann fange ich aber gleich was an zu schneiden hier. Da geht ja, das Interview muss raus. So. Genau. Wir reden erstmal über Ruhe. Öffnen. Was ist das? Das ist das neue Spiel. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Wir bräuchten noch einen dritten Rechner, ne? Ja. Hier, also, ich verstehe aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das, warum alle nur noch Gemeinschaftsprojekte und so. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Hm. So. Dann nehmen wir mal ein Interview auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bezahle gerade Leute, die nicht arbeiten gehen. Und mit dem kann ich gar nichts mehr machen. Wir fangen mit einem 10er an. 12er ist gut, 5er ist gut, 8er ist gut. 6er ist gut. So. So. Jetzt muss ich wieder gucken, was hier so passt, weißt du? Ich bräuchte einen von unten nach oben. Ich habe unten überhaupt nichts. Das ist grotesk. Ich hätte den hier noch. Das heißt, ich bräuchte von unten nach oben. Habe ich nicht. Habe ich denn... Ich habe gar nichts von unten, ne? Ich habe nur von oben nach unten, nicht aber von unten nach oben. Ist komisch, ne? Die passen doch alle überhaupt nicht zusammen. Ja, doch. Mach doch keine Hektik. Mach doch kein Büro auf. Also ohne Schnittfehler geht's ja gar nicht hier. Ich habe nichts Passendes, ne? Ich müsste nur einen von den beiden nehmen. Ja gut, dann ist das so, ne? Zack.
So, hochladen. Ja, es tut mir leid. Ja, ich habe die Views nicht zusammengekriegt. Da kann ich ja nichts für. Wenn die Leute das nicht gucken, hier, nimm mal ein Video auf. Spiele haben wir genug. Mach doch hier mal ein Preview raus, komm. Also wir sind überall schlecht, merkt ihr das? Mach das mal in Workstation 3. So. Alles klar. Dann gehe ich mal gucken. Aufgaben. Ja gut, aber jetzt mal ernsthaft. Wie willst du denn hier jetzt eine Lösung finden? 496. Ja, was denn? Na? Hindu River. Ein Gameplay. Du sollst ein Video aufnehmen, du machst das jetzt mal. Hindu River, ein Gameplay. Du machst das an der Workstation 1. So. Ich bin aufgestanden, ne? Ja, ja, alles klar, mach locker. Was nehmen wir denn? Sandwich. So, und der nächste Auftrag wäre Hazardos Trampolin Gameplay. Habe ich angenommen, ne? Das heißt, der dritte im Bunde bist du. Du nimmst ein Video auf. Hazardos Trampolin, ein Gameplay. Und zwar an 2. Passt. So, jetzt müsstet ihr das ja eigentlich hinkriegen, ne? So, und dann gucke ich mal eben hier, was brauchen wir denn? Finanzen 4800. Also wir müssen echt Geld verdienen. Karten 2800, das heißt, wir können die hier nehmen, akzeptieren. Siehst du, ist natürlich ein Urheberrechtsverstoß drauf, natürlich. Platziere 4 Jobs in diesem Monat, um nicht aus dem Netzwerk zu fliegen. So, die müssten ja jetzt alle arbeiten. Das heißt, wir könnten ja eigentlich auch mal eben, da ist nichts, zu einem Netzwerkevent gehen, ne? Halb-PC. Ja, ich habe mit beiden nicht viel zu tun. Also insofern ist das eigentlich relativ peng. So, einmal umgezogen und los geht's. Auf zum Event. Wir haben ja ein paar Aufgaben gestellt. 13. Mai, mal gucken. Was haben wir denn? Hi, ganz herzlich willkommen hier auf dieser tollen Präsentation. Ich bin auch eine Influencerin und mache normalerweise YouTube Lifestyle, aber ich mache heute auch mal hier eine Präsentation, weil man mir viel Geld dafür geboten hat. Also, willkommen auf der Präsentation von Latino Sailor oder so ähnlich. Ich bin nicht so gut in Englisch, weil ich mache nur Dings-Marketing. Das ist so eine Art Puzzlespiel für irgendwas mit PC und so, weißt du? Aber ihr könnt auch Nagellack tragen und Lipgloss, das ist super. In den Previews gibt das Spiel eine Wertung von... gut, steht hier. Gut, ja. Nee, ist gut. Ja, genauso gut wie meinen Duschschaum. Den könnt ihr am 15. Mai zum Preis von 13 erwerben. Also das Spiel. Den Duschschaum, der ist viel teurer. Und ein kostenloses Exemplar kriegt ihr auch noch. Bye! Ja, ich gehe dann mal besser. So. War doch realistisch, oder? Oder nicht? So, wo sind wir denn hier? Was machen wir denn Sinnloses? Wer hat denn hier ein Ausrufezeichen über sich? Hi, Madden, wir können ja noch mal quatschen, oder? Ich gebe dir noch mal ein Geschenk.
Tada! Ist aber kein Liebesblumenstrauß, ne? Also bitte nicht verwechseln. So weit waren wir noch nie draußen, oder? Reden wir mal mit dem. Wir sind ja hier schließlich auf einer Promotour, ne? Dann twittern wir das mal eben. Und dann fragen wir nach dem Spiel, weil die 13 nehmen wir ja mit. Warte, ich muss mal eben twittern, ja? Ja, kommt gut an, der Tweet. So, Hall freut sich auf dich mit zusammen und so. Darf ich das Spiel kriegen? Alles klar. Habe ich das Spiel jetzt? Ihr merkt, ne? Hier sind irgendwelche Fehler im Spiel, oder? So richtig, richtig schlau ist das alles nicht. Kenne ich noch jemanden hier? Einen Gamer brauche ich nicht mehr. Ich bin voll eingestellt. Dann können wir mal eben hier an die Position Presse, also Posing. Hi. Ich bin ja auch relativ ausgeruht, das geht. Komm, dann quatschen wir noch einmal mit dem. Läuft ja gut, wa? Und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann haben wir es doch für heute geschafft. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, dir hat das Video gefallen. Würde mich also freuen, wenn du dem dann auch einen Daumen nach oben gibst. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder zu einer neuen Folge von YouTubers Live oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Mach es gut, bis dahin. Ciao, ciao.